Die vom Hirngewebe selbst ausgehenden Tumoren sind in der Regel die gefährlichsten Hirntumore. Grundsätzlich lassen sich Hirntumore in gutartige und bösartige Hirntumore unterscheiden. Da gibt es völlig unterschiedliche Tumorarten. Es gibt bei den gutartigen Tumoren vor allem die Tumore der harten Hirnhaut oder der Nervenscheiden. Bei den bösartigen Tumoren können wir unterscheiden zwischen den eigentlichen Hirntumoren, also den hirneigenen Tumoren, die tatsächlich aus dem Hirngewebe hervorgehen, und auch den Absiedlungen anderer Tumoren im Körper, den sogenannten Metastasen. Die Behandlung der Hirntumore richtet sich vordringlich nach der Art des Tumors. Bei gutartigen Tumoren steht die operative Behandlung ganz im Vordergrund. Bei bösartigen Hirntumoren, gerade den hirneigenen Tumoren, ist oft eine Kombination aus Operation, Bestrahlung und Chemotherapie angezeigt. Und bei anderen Tumoren, wie zum Beispiel Metastasen, gerade wenn sie relativ klein sind, nicht raumfordernd sind, ist oftmals die reine Strahlenbehandlung die Therapie der Wahl. Bei gutartigen Hirntumoren, wie zum Beispiel Meningiomen oder auch einigen Tumoren von Nervenscheiden, gehen wir oftmals mit einem kurativen Ansatz in die Behandlung. Das heißt, das Ziel der Behandlung ist die Heilung. Bei bösartigen Hirntumoren, also gerade bei den hirneigenen Tumoren, ist in der Regel leider keine Heilung zu erzielen, sondern lediglich das Krankheitsgeschehen zu verzögern, oftmals aber auch über relevante Zeiträume, sodass es durchaus eine sinnvolle Behandlung ist. Aber hier geht es leider in den seltensten Fällen um eine Heilung des Tumorleidens.